Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom und wir sind hier wieder bei LS25, The Big Four. Unsere große Farm in Japan. Wir sind hier immer noch auf Hofrettung und ja, in der Zwischenzeit ist doch einiges passiert. Ich habe mit den Behörden gesprochen, ich habe mit den Hofbesitzern gesprochen hier. Ich habe das Ganze hier auch in einem Schnelldurchlauf vorangetrieben, so dass wir den Hof jetzt auf mich überschreiben konnten. Hat aber eigentlich ein bisschen was gekostet. Ist jetzt oben rechts ganze gute 5 Millionen hat das Ganze gekostet. 2 Millionen musste ich zahlen, nur mal für den Hof. Und 3 Millionen für den Staat als Bürgschaft sozusagen. Das kriege ich wieder zurück, wenn sie sehen, es funktioniert, es läuft alles. Und ich bin auch hier nicht nur da, um abzukassieren und wieder abzuhauen, sondern dass ich hier wirklich was tue. Und somit ist das auf der hohen Kante, kann man sagen. Kriege ich ja wieder. Nichtsdestotrotz. Das Problem an der ganzen Geschichte ist leider, der Hof ist halt nur 2 Millionen, hat nur 2 Millionen gekostet. Theoretisch würde es mehr kosten hier. Das Land in Japan ist relativ teuer. Aber das Problem ist hier bei den Finanzen. Der Hof ist hochverschuldet. Ich weiß, kann nicht verstehen, wie man 3,5 Millionen Schulden haben kann und keiner merkt was und sagt was, aber wir kriegen das auch hin. He? Also, als erstes müssen wir mal gucken. Ich gehe jetzt mal ganz kurz nochmal zu dem Schäfchen. Aber ich glaube, denen geht es jetzt mittlerweile wieder gut oder respektive es wird besser. Die haben jetzt immer noch schöne Futter drin. Das ist gut, das soll so sein. Perfekt. Und die Wiese kommt dann irgendwann auch mal wieder, wenn noch irgendwann mal noch die Wiese wieder auf Wachstum umschlägt nach dem harten Winter hier. So, was will ich tun? Was will ich, muss ich tun? Auf einem muss ich mal sagen, dass die Felder hier mal alle gedüngt werden müssen. Zumindest der hat schon irgendwas drauf. Wie sieht es bei dem hier drüben aus? Ich glaube, der muss auch noch gedüngt werden. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, was wir definitiv machen müssen, sind da diese hässlichen Pflänzchen hier. Die müssen weg. Und müssen uns erweitern, ausbauen. Ich muss hier definitiv mehr Fläche haben, dass ich hier wieder lukrativ arbeiten kann. Und das heißt, wir müssen uns dann später, zu einem späten Zeitpunkt, dann mal noch Ländereien kaufen. Wann, wieso, wie viel, welche, das werden wir später dann mal angucken. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal mal eine Spritze holen. Alles andere ist für dieses Feld hier nicht mehr brauchbar. Und der Händler ist ja zum Glück nicht so weit von unserem Hof entfernt. Dann gleich mal dort das Ganze holen. Bin gar nicht sicher, kriege ich da auch gleich das Spritzmittel oder kriege ich das da nicht? Da habe ich noch ein bisschen Wiese für unsere Schafe, das reicht. Das lassen wir so stehen, bis sie wieder mehr brauchen. Das passt so. So, also dann gehen wir mal. Ich denke, wir holen da mal eine kleine Spritze, also die kleinste, einen Rucksack oder so, die nicht viel PS braucht, denn Traktoren haben wir ja hier auch nicht die größte Auswahl. Eh? So, also dann mal hier. Hello. Spritze. Mal gucken, Feldspritze. Ich glaube, da die harte, die ist gar nicht mal so schlecht. Ups. Da. 24 Meter. Ich glaube, das in erster Linie reicht uns das schon mal. Kaufen. Und kaufen. Und kriegen wir denn hier, was haben wir hier? 1500 und 1200. Das sind 2700 Liter. Mal gucken, kriege ich denn hier irgendwo? Ist das auch hier oben im Verbrauchsgüter? Flüssigdünger brauchen wir nicht. Herbizid brauchen wir. Helm oder
Corteva. Ist, glaube ich, eigentlich ziemlich egal, was wir kaufen. Einfach mal zwei Stück. Reicht. So. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ich glaube, ich muss demnächst mal ein bisschen Japanisch lernen. Ich glaube, Konnichiwa heißt, glaube ich, auf Japanisch Hallo, oder nicht? So. Perfekt. Und dann laden wir das giftige Zeug ein. Lieber hätte ich natürlich einen Striegel. Ich weiß aber nicht, wie es ist, wenn wir da dann irgendwann mal mit Precision Farming spielen. Okay. Habe ich jetzt so falsch geguckt oder wie? Ach, da sind 2000 Liter drin. Ach Mann. Okay. Ja gut. Dann habe ich zu viel gekauft. Dann gehe ich ihn später mal noch abholen. Kabias so und Telelader passt. Nein, nicht Telelader, Frontlader. So rum. Gut, also dann würde ich sagen, ja, ein bisschen schnell in die Kurve hier. Ich würde sagen, wir starten gleich hier, ja? Direkt. Müsste eigentlich soweit passen. Ah, das ist zu weit. So groß ist das Feld auch wieder nicht. Nee, stopp. Ich habe ja hier schönes. Nein, stopp. Macht der. So, mal ganz kurz hier eingestellt. Da, zack. Ich hätte gerne mal GPS bitte an. Dann das Ganze hätte ich gerne mal gedreht. Dann kann ich gleich zweimal durchfahren. Mache ich das auf 90 Grad oder das Gegenteilige. Okay, es gibt kein Minus. Okay, spannend. Okay. Gut, also dann an und GPS ein. So, und dann machen wir mal die bösen Plätzchen kaputt hier, die wir nicht wollen. Ich hoffe, ich glaube, ich habe Pflegebereifung, glaube ich, oder nicht? Ich hoffe es mal, sonst Hilfe. Ah, wir fahren mal ganz vorsichtig rein. Ja, sind's. So. Sieht so im Winter, sieht das ziemlich gleich aus. Also eigentlich Winter ist ja eigentlich gar nicht mal mehr. Eigentlich. So. Und dann würde ich sagen, ja, doch, man sieht den Unterschied schon. Man sieht ihn, das ist doch gut. So. Dann gleich hier nach oben. Ja, in der Ferne sieht man es, ja. So, nah dran sieht man es nicht so gut, aber auf der Ferne sieht man es. So. Also das Gute bei der Spritze ist halt auch, ja, sie ist sehr groß. Also da fahren wir zum Glück nicht so viel mal übers Feld. Ist auch nicht gerade ein Monster. Na? So. Ah, schon Sturmschäden oder wie hier was? Ja, mit diesen kleinen Feldern kommst du halt nirgendwo hin. Ne? Und nur mit den Schafen und der Wolle. Ich weiß nicht. So, da spritzt man einfach komplett einmal durch. Passt. Upsala.
Da muss man halt schon ein bisschen anders denken hier, wenn man mal ein bisschen Geld verdienen möchte. Immer nur ausgeben geht nicht. Also geht schon, aber dann sieht man, wo man hinkommt. Nehme ich in den Ruin und das... Das wollen wir nicht hier. So, dann fahre ich jetzt hier einmal noch so rum. Und dann werden die Felder hier gleich mal direkt gespritzt. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen mehr. Ich gucke nach gleich auch noch, ob wir hier noch eine Düngestufe raufkriegen. So. Na, ich muss es, glaube ich, so machen, ha? Punktuelle Spritzen wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Aber es war halt einfach die günstigste Spritze, darum... Es muss halt einfach so sein und so gehen. Da haben wir das hier oben. Ja, da unten haben wir noch welche. Dann würde ich sagen, machen wir das hier unten auch noch schnell. Aber das glaube ich, das mache ich dann hochwegs. Hochwegs? So, einmal hier und dann einmal hier. Passt. Und dann noch einmal oben lang und dann müsste es eigentlich... Naja, passt immer noch nicht, ja? Da braucht es auch noch ein bisschen was. Moment. Ah, doch. Hier. Einen kleinen Schnipsel da oben braucht es wohl noch. Ja? Ganz klein wenig. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Aber ist okay, passt. So, wunderbar. Also das Unkraut wird mal auch mal kaputt gefahren, direkt. Ich hätte ja theoretisch über das ganze Feld fahren können, ne? Wäre der Unkraut auch weg gewesen. So, das reicht. Und jetzt noch einmal hier oben und dann soll es dann auch gut sein. Ich glaube das hier, das ist unsere Linie. Wunderbar. Und oben haben wir auch noch ein kleines bisschen. Aber ich glaube, das brauchen wir kein GPS mehr. Das fahren wir einfach kurz so ab und dann passt. Spritze werde ich aber auch gleich behalten. So. Und zuklappen das gute Stück. Und Frage ist nur, habe ich Platz für dieses Gerät irgendwo? Das ist ja doch relativ hoch, hä? Da die kleinen Schuppen hier. Ich guck mal kurz rein. Mittlerweile habe ich auch einen Schlüssel bekommen. Ah, okay. Viel drin ist nichts. Da haben sie wohl schon ausgeräumt. Die fleißigen Bienchen. Ja, aber den kriege ich nicht. Den roten Tank. Also die Spritze selbst kriege ich nicht rein. Hilfe. Aber den. Nein. Kann ich den wenigstens hier abstellen? Frage ist, wo stelle ich denn die Spritze selbst hin? Ich würde sagen, kriege ich sie hier rein? Ah, hier müsste eigentlich passen, ne?
Gut, also Spritze mal hier drin. Parkiert. So, passt. Und dann hole ich mir natürlich jetzt gleich noch dieses Fass, das ich da vergessen habe. Respektive zu viel bestellt habe. So. Tuckle ich mal mit dem nach vorn. Ach, die Eule. Also, auf. Dann haben wir nämlich nichts mehr dort rund unten liegen. Hört sich so, dass man da aufräumt. Also wie gesagt, Felder kaufen wäre, wie gesagt, auch noch eine interessante Geschichte. Also ich liebäugle ja mit dem Feld hier, direkt neben unserem. Und allenfalls hier vorn, das hier, weil es ist schön flach und dann könnte man da so ein bisschen Reis anbauen. Wir sind in Japan, also sollen wir auch Reis anbauen. Warum denn nicht? Ich glaube, das wäre eigentlich relativ gut, eine gute Fläche dazu. Oben ist es halt alles relativ hoch und schräg und steil. Ich habe auch da oben gesehen, ich finde das noch interessant, da gibt es einige, wo ist denn da das Ding? Hier drüben, ja. Oha, ist ein bisschen schwerer das Ganze. Ein bisschen weiter runter. Wie gesagt, da hinten oben habe ich gesehen, so serpentinmäßig oder am Hang einfach mal so Reisfelder, einzelne platzierte. Sieht interessant aus, aber es muss ja schlussendlich ein bisschen rendieren, die Geschichte hier. Und darum müssen wir so ein bisschen größer denken, bis wir da kleine Geschichten anfangen hier. Weil wir brauchen Geld, und zwar richtig viel. Denn wir müssen ja auch noch den Kredit ein bisschen abzahlen. Von 3,5 Millionen. Könnte ich theoretisch auch gleich machen, aber mal zuerst gucken, was uns die ganzen Felder kosten. Und dann gucken wir mal. Ich würde sagen, ich schmeiß das Fass einfach hier hinten ran, ne? Das reicht, passt. So, neben die Kli. Das ist eine Klimaanlage oder was? Na? Es will nicht weg! So, dann schieben wir das ganze Ding einfach wieder zurück. Das Geld nicht kaputt machen, so, bam, passt. Da können wir da immer wieder zurückgreifen, wenn wir es brauchen, aber mal gucken, ob wir es überhaupt noch brauchen, wenn wir dann irgendwann einen Striegel haben. So, weißt du was, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Ach, gleich zu. So, zack. Ja, so alte Dinge sind wir schon lange nicht mehr gefahren. Mit Schaltung und so. Ah, guck. Ein bisschen Wolle hat es auch schon gegeben. Wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir da vielleicht irgendeine Produktion mal dazu machen können. Vielleicht die Wolle. Ich muss mal kurz gucken. Ich schau mal kurz, haben wir denn hier die Möglichkeit, eine Produktion für Wolle hinzustellen, die einfach so ein bisschen nebenher Wolle produziert. Spinnerei.
Ah, das Ding ist ja riesig. Ich müsste fast schon das Ding hier abreißen hier. Würde direkt hierher passen, eigentlich. Das wäre eigentlich gar nicht mal so eine dumme Idee, hä? Oder was meint ihr? Die kleine Schuppen hier weg. Und dann hier die Spinnerei ran. Es gibt dann bestimmt auch noch die... Ne, Kleider gibt es. So ein kleines Nähhäuschen. Das könnte man dann theoretisch... Ne, das passt nicht hier, hä? Nee. Omas Nähschuppen. Nee, das passt hier überall nicht hier. Ist halt alles ultra eng, hä? Alles sehr ultra eng hier. Ich muss echt dafür gucken, dass wir hier mal so ein bisschen mehr Platz, mehr Land kriegen. Nee, das geht auch nicht. Vielleicht hier oben. Da oben wäre Platz, hä? Da würde ich sagen, baue ich mir so eine Nähhütte hier. Ich würde sagen, wo ist der Eingang vorne? Hier. Dann mache ich das vielleicht so rum. Ist hier noch eine Hofstelle. Da könnte ich hier theoretisch so ein bisschen was an Kleidung basteln lassen. Würde ich ja jemanden einstellen, der mir die Kleider näht. Produzieren wir da schon ein bisschen wieder eine Arbeitsstelle. Ich würde sagen, das machen wir dann danach. Ja? Und wie gesagt, ich glaube, das hier abreißen und eine Produktion auf den Hof stellen, wäre, glaube ich, auch nicht so verkehrt, weil der Schuppen hier nützt uns ja so nicht wirklich viel. Gut, also, mal einen Plan gesetzt. Aber ich würde mal sagen, wir gucken jetzt erstmal noch, haben wir denn hier noch eine Düngestufe zu geben? Haben wir denn überhaupt einen Düngestreuer? Habe ich nämlich gar nicht geguckt, weiß ich gar nicht gerade im Moment. Und wenn, muss ich auch wieder einkaufen. Ah. Nee, kein Düngerstreuer. Alles andere noch kein Düngerstreuer. Okay. Gut, dann holen wir auch noch einen, aber ich glaube, für den Düngestreuer hole ich mir zuerst noch ein Gewicht. Wäre vielleicht sogar sinnvoll. So. Zack. Gewicht ist schon da drin. Nehme es gleich mit. Ich würde sagen, der Düngestreuer schmeiße ich auch gleich hier in den Schuppen rein. So. Und dann einmal los. Gleich wieder zum Händler. Theoretisch könnten wir ja mal Dünger woanders kaufen. Ich glaube, der Händler wäre sowieso zu teuer. Dann sehen wir vielleicht irgendwas von der Karte auch mal, von der Landschaft hier. So und. Kommt was? Ne, kommt nichts. Da oben viel Nebel, da kommt jetzt auch nichts. Muss jetzt nichts kommen. So. Und dann würde ich sagen, parke ich doch gleich direkt hier. Hallo, ich bin's schon wieder. Ich bräuchte doch einen Düngerstreuer. Dann nehme ich gleich so einen Rucksack. Ich glaube, der passt. Auch die Größe passt. 14 Meter. So einen hatten wir früher in echt. Nee. Wir nehmen das große Ding. Ups. So, also einmal. Monitor. Ich glaube, ich muss von der Seite ran, ne?
Nein! So. Klack. Gut, also wir gucken mal ganz kurz auf unsere Landkarte hier. Wo haben wir sie denn hier? Ich glaube, was ist hier oben? Restaurant. Sägemühle. Da lebt der Noah. Viehhändler. Gülle. Kalkstation. Kriegen wir an einer Kalkstation auch. Wo haben wir denn hier? Hier ist nur Tankstelle. Getreidemühle. Hier oben. Kalkstation. Ein Silo. So, Elektro. Nein! Geh weg. Normale Tankstelle. Biogasanlage. So weit sind wir noch nicht. Depot. Noch ein Depot. Zugmiete. Nachbarstadt. Sieht schön aus. Kalkstation auch da unten am Hafen. Molkerei. Ich würde sagen, wir gehen mal hoch zu Katie. Dieses Display, man sieht einfach wieder mal nichts hier. Warum muss man Display so hinhängen, dass man die Sicht versperrt? Bin ich mir unsicher. So, und ich glaube, ich muss jetzt hier hoch. Ich hoffe, ich fahre richtig. Wie ein bisschen Park oder sowas. Ja, sieht schon mal schick aus hier. Aber steil. Ja, gut. Kennt man aus der Schweiz auch, hm? Die steilen Hänge. Aber ich meinte, ich fahre jetzt da lang, wo das ganze Mais auch gemacht wurde. Also, dann muss ich da lang, ja? Also da oben lang. So, ja. Okay, ich habe hier Vortritt, ja? Dann möchte ich da mal auf diese Linien achten. Hoffe ich jetzt zumindest. Mehr auf die Straße gucken, nicht auf die Gegend. Auch wenn es schön ausschaut. Ich glaube hier. Oha. Liegt einfach mal ein Schild mitten im Weg. So, jetzt mal die Frage. Pferdchen sind auch hier. Ich glaube, das ist da, oder nicht? Ich würde sagen, ist da. So. Da hat er eine Station. Kriege ich auch bestimmt ein bisschen Dünger. Hoffe ich doch zumindest. Und zack. Mineraldünger und Mineraldünger. Sehr schön. Genau das, was wir gesucht haben. Immerhin 7300. Uiuiui. Ich hoffe daran, es reicht uns auch. Wer war denn das? Entschuldigung. Ich hab's heilig. Ich komme wieder. Versprochen.
So, also wir fahren wieder wie vorher. Das heißt, ich muss hier rechts hoch. Ja, man merkt gleich, dass das Ding ein bisschen Gewicht hat hier hinter mir am Rücken. Ein Reiterhof oder sowas. Eieiei. Ich sollte auf die Straße gucken, ne? Ach, ich dachte, es wäre ein Zug, aber es ist ein Gebäude. Ach, okay, spannend. Hätte mir vielleicht einen anderen Weg suchen sollen, der nicht so steil ist. Auch wenn der kleine Traktor hier süß und herzig ist, aber Power hat er nicht. Ist ja auch nur ein Hoftraktor eigentlich und nicht gleich da. Klar, man kann düngen, aber so. Und noch ein bisschen hoch und jetzt geht's runter, hoffentlich, ja. Dann geht's runter. Ja, jetzt geht's. Ein bisschen hoch, ein bisschen runter, das passt schon. Das kriegen wir hin. So, aber jetzt wohl. Raschel. Hoppala. Oh, die Straße ist holprig. Die sollten sie mal, glaube ich, mal neu machen hier. So, jetzt wollte ich doch eben mal gucken. Das geht einmal rundherum. Also die Gegend ist schön. Gefällt mir eigentlich sehr. So, was haben wir hier? 7,5 Tonnen bin ich nicht. Aber was wackelt denn da die ganze Zeit? Die Straße ist ja komplett im Eimer. Oh, aber die Straße hier, die ist vielleicht nicht modern, aber zumindest ist gerade. So. Wo war das nochmal? Ich muss mal ganz kurz auf der Karte gucken. War das hier irgendwo? Ich glaube, das war da. Ich bin, glaube ich, schon richtig. Die muss auch nicht links, rechts runterfahren hier. Das ist dann gleich mal schnell Feierabend. Oh, der fährt ja auch in der Mitte. Hallo, was ist mit dir falsch? Was stimmt mit dem nicht? Oder ist das eine... Nils? Hä? Junge. Schick sieht's hier aus. Kann man nicht meckern hier. Aber ich glaube da, genau hier war es, was ich meinte. So, da. Komm ich schon wieder hoch? Ja, das schaffen wir schon, ne? Wir haben einen Traktor. Nicht ein Auto. So. Bams. Oh, dong. Fleisch, nicht die beste Idee mit so viel Gewicht. Sieht schon geil aus. Aber ich glaube, das machst du nicht mit Hand. Also von Hand, das musst du ja dann... Kommst du ja mit dem Fahrzeug gar nicht hoch. Ja, doch vielleicht von hier, aber... Okay. Also sieht definitiv spannend aus. Auf jeden Fall spannender. So, also ich muss dringend düngen gehen. Und dann haben wir ein großes Geschäft zu tun. So.
Also es war tatsächlich eine beidseitig befahrene Straße und das ist auch wieder so ein Tal, da ist einfach nur Nebel drin. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich zum einfachsten zu meinem Hof rüber? Ich kann da den Feldweg nutzen, ich bin ja ein Traktor, hm? Also mein, ich sitze in einem, meine ich, so rum. So, dann sagen, fahren wir da lang und dann da links und dann sind wir bei unserem Hof, so. So, sehr gut. Und dann würde ich sagen, dann düngen wir noch die ganze Chose her und dann hoffe ich, dass da der Ertrag doch ein bisschen stärker wird als bisher. So, also. Dann würde ich sagen, schalte ich hier nochmal mein gutes GPS ein. Spurführung. Da siehst du, ist gar nicht mal so viel, was ich fahren muss, hä? So, hier mal ein. So, fahren wir jetzt ganz kurz diese Bahn und gucken wir, ob das besser ist für unser Feld. Oder eben halt nicht. So. Ich glaube noch nicht. Ja, doch, jetzt gedüngt sieht's gut aus jetzt, ja. Ach nee, gedüngt hat er ja. Ach Mensch, hab ich da dumm geguckt? Wie hat denn der gedüngt, wenn er keinen Streuer hat? Okay. Na gut, Fehlkauf ist es definitiv nicht, denn das brauchen wir sowieso. Wäre vielleicht nicht jetzt die Notwendigkeit gewesen, aber nichtsdestotrotz, wir haben einen. Immerhin müssen wir solche Dinge müssen wir einfach mal reinholen. Nice, was ist jetzt hier? So, kleines Thumbnail. Gut, also, dann würde ich sagen, dann haben wir zum Glück schon gedüngt. Habe ich einfach nur falsch geguckt, falsche Wert abgelesen, kann passieren. Aber nichtsdestotrotz, diese Anschaffung war notwendig. Was noch alles, schon neu und schon kaputt, hä? Eieieiei. Denn den Düngerstoff werden wir bestimmt brauchen. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Aufträge, die wir so abwickeln können. Man weiß es nicht. So. Früher oder später wird das vermutlich dann so kommen. Aber in naher Zukunft müssen wir zuerst mal gucken, dass unsere Felder oder unsere Feldmenge erhöht wird. Dass wir hier mal ein bisschen profitabler werden. Und vor allem was Profitables ansehen. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir tatsächlich in der nächsten Folge. Ja, wie immer, schreibt in die Kommentare rein, was euch aufgefallen ist, was man vielleicht besser machen könnte. Außer jetzt hier mal richtige Zahlen ablesen. Aber ja, nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, zeigt mit dem Däumchen und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.